Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit. Auch heute haben wir wieder ein neues Sportgerät für euch dabei, also lasst uns direkt starten. Heute präsentieren wir euch die Koordinationsleiter. Die Koordinationsleiter wird heutzutage in nahezu jedem Sport eingesetzt, egal ob im Basketball, im Fußball oder auch im Football. Meistens haben die Übungen den Zweck, die Reaktionsfähigkeit, die Schnelligkeit und Beweglichkeit oder auch die Ausdauer zu trainieren. In anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Basketball, werden mit der Leiter allerdings auch die Auge-Hand-Koordination geübt. Die erste Übung, die wir euch jetzt zeigen wollen, kommt aus dem Fußball und trainiert die Sprungkraft. Beginnen wir mit der ersten Übung. Hierbei wird die Leiter auf dem Hinweg folgendermaßen durchsprungen. Beide Füße springen eine Lücke, sodass beide Füße auch parallel in der Lücke landen. Dabei wird mit maximaler Sprungkraft, also so hoch wie möglich, gesprungen. Auf dem Rückweg wird die Leiter in einem anderen Muster durchsprungen. Zunächst hüpfen wieder beide Füße parallel in die erste Lücke. Jetzt aber springen beide Füße rechts neben die nächste Lücke. Auch hier bleiben die Füße parallel. Der nächste Sprung geht wieder in die Lücke hinein und der anschließende Sprung da links neben die nächste. Nun wieder in die Lücke hinein und immer so weiter. Auch hier wird mit maximaler Sprungkraft gearbeitet. Die Übung wird bis zu 5-mal wiederholt. Die zweite Übung, die wir euch jetzt zeigen wollen, ist eine altbekannte Übung, der Liegestütz. Hierbei sind beide Hände in einer Lücke der Leiter. Nun wird ein Liegestütz durchgeführt. Jetzt wandern die Hände in die nächste Lücke, wo auch wieder ein Liegestütz durchgeführt wird. Auch jetzt wandern die Hände immer weiter, bis das Ende der Leiter erreicht ist. Die Anzahl der Durchgänge ist von der jeweiligen Person abhängig. Zwei Durchgänge gelten als der Durchschnitt. Das war's für diese Woche mit Fit. Das war die Koordinationsleiter und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt, Florian und Yannick trainieren. Und bis dahin, bleibt sportlich!